Willkommen zum ersten Input-Block im Seminar zu kognitiven Konstruktionsgrammatiken. Am Anfang dieses Seminars soll zunächst das Kognitive im Titel im Mittelpunkt stehen, das heißt die Grundannahmen der kognitiven Linguistik. Die kognitiven Konstruktionsgrammatiken bilden eins der Betätigungsfelder innerhalb der kognitiven Linguistik. In diesem ersten Block möchte ich zu der Sicht auf Sprache hinführen, die von der kognitiven Linguistik vertreten wird. Der Fahrplan wird uns über die Unterscheidung von Langage, Langue und Parole zum Strukturalismus führen. Dann werden wir sehen, wie wichtige Aspekte des Strukturalismus sozusagen kognitiv uminterpretiert wurden, einmal durch eine erste Generation von Kognitivisten, angeführt durch Noam Chomsky, und dann, noch einmal anders, durch eine zweite Generation von Kognitivisten. Das sind dann diejenigen, die uns hier interessieren, weil sie die kognitive Linguistik konstituieren. Sprache gilt vielen als das definierende Merkmal der menschlichen Spezies. Es ist kaum übertrieben, wenn man sagt, dass die menschliche Interaktion weitestgehend sprachlich konstituiert ist und dort, wo sie ohne Sprache funktioniert, ist sie auf die Möglichkeit von Sprache hin entworfen oder von der Möglichkeit des Sprechens her angelegt. Ein bestimmter Grad an Arbeitsteilung, den die großen Gesellschaften schon längst erreicht haben und überschritten haben, scheint ohne Sprache sogar gar nicht erreichbar zu sein. Die Sprache, in Anführungszeichen, ist Aktivität und Produkt von Aktivität. Sie ist individuelles wie kollektives Phänomen. Sie hat darstellende, expressive, appellative und andere Funktionen. Und jeder dieser Punkte kann als Ausgangspunkt gewählt werden, um sprachliche Erscheinungen zu beschreiben und zu analysieren. Heute möchte ich kurz in solche verschiedenen Hinsichten auf Sprache einführen, um schließlich verständlich zu machen, wie die kognitive Linguistik auf Sprache hinsieht. So lässt sich Sprache zunächst einmal als Realisierung einer spezifisch menschlichen Fähigkeit betrachten. Saussure nennt das Langage. In dieser Hinsicht könnten wir über Sprache in Anführungszeichen sprechen, indem wir Sachen sagen wie: Man sieht hier, dass die Syntax ihre Vorläufer in ikonischen, manuellen Gesten hat. Oder die Sprache als spezifisch menschliche Fähigkeit ist die Kompensation des Menschen für seine organischen Mängel. Hier spricht man über Sprache als Merkmal einer Spezies. Das brauchen nicht nur zoologische Fragen zu sein, wie warum ist der Bienentanz keine Sprache, sondern können auch Fragen sein wie: Wie hängt die menschliche Migrationsgeschichte eigentlich mit der Ausprägung von Phonemsystemen zusammen? Oder wie hängen mentale Simulationen in der Handlungsplanung mit der Sprachfähigkeit zusammen? Ganz anders würde man über Sprache sprechen, wenn man sie unter dem Gesichtspunkt betrachtete, dass sie ein System von grammatischen Strukturen und Funktionen ist, die sich aus Oppositionen zueinander ergeben. Bei Saussure ist das die Langue. In dieser Hinsicht bedeutet Sprache so viel wie Einzelsprache oder Varietät. Hier spricht man nicht mehr über die Sprache als historisch gewachsenes Potenzial jedes unauffällig entwickelten Menschen, sprachlich aktiv zu werden, sondern was hier mit Sprache gemeint ist, entsteht erst, wenn man alles Individuelle, Konkrete, Prozessuale, Flüchtige, Zufällige, Überstehende von der sprachlichen Aktivität abzieht. Sprache in dieser Hinsicht ist nichts Reales, sondern etwas Ideales, das Ergebnis einer Idealisierung. Und wenn man so über Sprache spricht, könnte man Äußerungen hören wie: Das Verb anrufen nimmt hier ein indirektes Objekt im Dativ. Oder: Das ist dritte Person Singular Indikativ Präteritum Passiv. Wenn man dem idealen Konstrukt Sprache alles Individuelle, Zeitliche und so weiter wieder zurückgibt oder es von Anfang an berücksichtigt, dann bekommt man eine Hinsicht auf Sprache,
die sie als konkrete, situierte menschliche Aktivität begreift. Also auch als Sprachproduktion und Sprachverstehen, das auf unzählige Weisen mit der Verwendungssituation verflochten ist und mit ihr eine Einheit bildet. Bei Saussure heißt das Parole. Wo die Systemhinsicht das ideale, eher statische und tote System von Oppositionen betrachtet, beachtet die Hinsicht der Aktivität gerade das reale, prozessuale und lebendige Hervorbringen und Verwerten von sprachlichen Äußerungen. Hier könnte man sowas hören wie: Damit bestreitet er seine Behauptung aus Turn 1, oder die Spannung der Atemmuskulatur nimmt am Ende dieser Äußerung zu. Dass es sich hierbei um verschiedene Hinsichten auf dasselbe handelt, ist keine Plattitüde. Das Wahre ist das Ganze. Das heißt, jede der drei Hinsichten bleibt auf die anderen angewiesen, indem sie Fragen nach ihnen herausfordert. So bilden die Aktivitäten und Resultate des Produzierens und Verstehens die Basis für die Betrachtung der Sprache als Langue. Die Aktivitäten des Produzierens und Verstehens lassen sich wiederum nur vor dem Hintergrund der Idee eines überindividuellen Ganzen als sprachliche Aktivitäten überhaupt bestimmen. Und beide hängen offensichtlich mit der menschlichen Kapazität zur Sprache zusammen, weil sie Aktualisierungen eines Potenzials sind. Das strukturalistische Denken fokussiert den Langue-Aspekt der Sprache. Sprache wird hier als Sprachsystem und das heißt als Zeichensystem betrachtet, das aus den sprachlichen Aktivitäten seiner Teilhaberinnen und Teilhaber abgeleitet werden kann. Die sprachlichen Zeichen, die das System konstituieren, sind konventionell und arbiträr. Die beiden Seiten des sprachlichen Zeichens, das Bezeichnende und das Bezeichnete, Signifiant und Signifié, rufen einander im Geist der Sprachteilhaberinnen und Sprachteilhaber hervor. Das eine evoziert das andere. Die sprachlichen Zeichen bilden ein System, in dem sie zueinander in Oppositionen stehen. Diese Oppositionen lassen sich ermitteln, wenn man ihr Auftreten auf der syntagmatischen und der paradigmatischen Achse betrachtet, wo sie bestimmte distributionelle Eigenschaften haben. Sie können in einer Abfolge von Zeichen nur an einer bestimmten Stelle vorkommen und sie können nur von gleichartigen Zeichen an dieser Stelle ersetzt werden. Das System als Gesamtheit der distinktiven Oppositionen wird hierbei als ein fait social, als ein soziales Faktum betrachtet. Es sind soziale Konventionen, die sich aus der sprachlichen Tätigkeit der Sprachteilhaberinnen und Sprachteilhaber ergeben. Hier sehen wir ein Produkt solcher distributioneller Analysen. Diese Einheit hier, wie alle anderen, ist das Glied einer Opposition in der Langue, die sich durch Segmentierung und Klassifizierung ermitteln lässt. Wenn man sich so alle Oppositionen der Langue vorstellt, wird klar, warum es sich bei der Langue um kein reales, sondern um ein ideales Konstrukt handelt. Um genau zu sein, um ein ideales soziales Konstrukt. Wie kommt man nun von einer sozialen zu einer kognitiven Hinsicht auf Sprache? Was bedeutet das kognitiv in kognitive Linguistik? Es bedeutet, dass sozusagen vor jede der drei Linsen, durch die man auf Sprache schauen kann, Langage, Langue, Parole, noch einmal eine Linse davor gesetzt wird, nämlich eine kognitive. Eigentlich müsste man kognitivistische sagen. Man erreicht dadurch also streng genommen eine kognitive Hinsicht auf die drei Hinsichten auf Sprache. Kognitiv bedeutet dann so etwas wie:
dass die menschliche Sprachkapazität, die grammatischen Strukturen und Funktionen von Sprache und von Sprachen sowie die konkrete situierte sprachliche Aktivität ausgehend vom Individuum versus das soziale Gefüge, vom Mentalen gegenüber dem Physischen und Realen gegenüber Idealem betrachtet werden. Gleich werden wir noch sehen, was dabei eigentlich als Kognition gilt. Wir können aber jetzt schon sagen, worin die Leitfragen der kognitiven Linguistik bestehen. Die Leitfragen sind wieder an den drei genannten Hinsichten auf die Sprache orientiert, nämlich durch welche Komponenten und Prozeduren setzt sich das individuelle Sprachwissen überhaupt zusammen? Das entspricht in etwa dem Langage-Aspekt. Zweitens, wie motivieren kognitive Komponenten und Prozeduren die Paarungen von grammatischen Formen und semantischen oder pragmatischen Inhalten? Das entspricht in etwa dem Long-Aspekt und der Bilateralität des Zeichens als konventionellem sozialem Faktum. Und drittens, wie äußern sich die kognitiven Komponenten und Prozeduren in konkreten Äußerungs- und Verstehensaktivitäten? Das entspricht natürlich dem Parol-Aspekt. Wir könnten also sagen, dass man in der kognitiven Linguistik versucht, die strukturalistischen Methoden und Erkenntnisse unter kognitiven Vorzeichen neu zu interpretieren. Das ist aber wohlgemerkt mehr als ein bloßer Etikettenwechsel, bei dem man den Fait social zu einem Fait kognitiv macht. Die kognitive Linguistik fragt nämlich, ob und wie die strukturalistischen Methoden auch als kognitive Prozeduren verstanden werden können und ob bzw. wie das, was diese Methoden zutage bringen, als individuelles Sprachwissen existiert. Die Saussuresche Langue ist aber, wie gesagt und wie auch der Inhalt der grammatischen Einführungsseminare immer wieder vermittelt, ein ideales soziales Konstrukt. Das lässt sich nicht so einfach in etwas Reales, Kognitives umdeuten. Deshalb muss wer kognitiv sagt, auch immer Parol sagen. Die kognitive Linguistik muss sprachliche Zeichen unter dem Gesichtspunkt ihres Gebrauchs, ihrer Anwendung untersuchen. Neben dem Strukturalismus ist der Behaviorismus eine weitere Hinsicht auf Sprache, zu der sich die kognitive Linguistik positioniert. Der Behaviorismus betrachtet Sprache ausschließlich vom Aspekt des äußeren, beobachtbaren Verhaltens aus und geht davon aus, dass das Sprachverhalten, wie auch jedes andere Verhalten, als durch äußere, beobachtbare Reize determiniert beschreibbar ist und auch beschrieben werden sollte. Dahinter steht die Annahme, dass Aussagen über Mentales sich nicht auf Beobachtbares beziehen können und daher in der Wissenschaft vermieden werden sollten. Das Mentale, also alles Kognitive, wird wie eine Blackbox behandelt, ein schwarzer Kasten, der außerhalb des wissenschaftlich Erforschbaren liegt. Das Ziel liegt dann vielmehr darin, das Sprachverhalten, also den Output aus der Blackbox, aus bestimmten Reizkonstellationen, dem Input in die Blackbox, vorherzusagen. Solche Vorhersagen gelingen, falls man wahre Aussagen der folgenden Form tätigen kann. Immer wenn dies und das der Fall ist, nämlich im Input, dann erfolgt die und die sprachliche Äußerung. Die Blackbox selbst, die zentral das menschliche Innenleben umfasst, also seine Kognitionen beispielsweise, aber auch seine Emotionen, liegt dabei außerhalb der Betrachtung. Der Behaviorismus fokussiert also den äußeren Reiz bei dem Versuch, Sprachverhalten vorherzusagen. Die kognitive Linguistik hat dagegen anerkannt, wie viele andere auch,
dass menschliches Verhalten, darunter auch das Sprachverhalten, nicht vorhersagbar ist. Entweder noch nicht, weil es noch zu komplex ist, oder prinzipiell nicht, weil menschliches Handeln von anderer Art ist als tierisches Verhalten. Jedenfalls versucht die kognitive Linguistik, auf der Basis des äußeren, beobachtbaren Sprachverhaltens Outputs, die inneren und nicht direkt beobachtbaren Komponenten und Prozeduren zu modellieren, die die Outputs bedingen. Mit anderen Worten, die kognitiven Komponenten und Prozeduren, die uns sprachliche Äußerungen hervorbringen lassen. Der Output dient sozusagen als Fenster oder Lupe zur Kognition. Aber auch innerhalb der kognitivistischen Hinsicht auf Sprache gibt es verschiedene Ansichten. So unterscheiden sich verschiedene kognitivistische Sprachtheorien in der Frage, was überhaupt als Kognition gilt oder welche Teilbereiche der Kognition dafür untersucht werden müssen, wenn man herausfinden will, durch welche kognitiven Komponenten und Prozeduren unser Sprachwissen oder unser Sprachverhalten bedingt ist. In dieser groben Übersicht hier ist das dargestellt. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es vor allem Noam Chomsky, der in der Linguistik und auch in der Psychologie eine kognitive Wende eingeleitet hat. Diese Wende bestand in einer entschiedenen Abwendung von den Grundsätzen des Behaviorismus. Gleichzeitig verwertete Chomsky die kanonisch gewordenen Methoden und Erkenntnisse des Strukturalismus, kam selbst aus der mathematischen Informatik und war erkenntnistheoretisch am Rationalismus orientiert. Das bedeutet vor allem, dass die Sinnesorgane nicht als primäre Erkenntnisquelle angesehen werden. Chomskys kognitive Wende hat seine eigene Version der generativen Grammatik hervorgebracht, die bis heute weiterentwickelt wird und eine große Gefolgschaft hat, von der es aber auch einige Abspaltungen aus verschiedenen wissenschaftlichen Gründen gegeben hat. Eine dieser Abspaltungen erfolgte um 1970 herum. George Lakoff war hier eine der zentralen Figuren. Die Abspaltung hatte vor allem damit zu tun, welche Aspekte der Kognition auf welche Weise als entscheidend für sprachliche Strukturen angesehen wurden. Und darauf gehen wir nun kurz ein. Wichtig zu wissen ist noch, dass die kognitive Linguistik der zweiten Generation, die Abspaltung von der generativen Grammatik, eher einer empiristischen als einer rationalistischen Tradition folgt. Das heißt, hier wird wieder das Wissen, das wir über die Sinnesorgane erwerben, als zentral gesetzt. Die generativen Grammatikerinnen und Grammatiker, eigentlich müsste man hier auch wieder generativistischen Grammatikerinnen und Grammatiker sagen, gehen davon aus, dass Kinder im Spracherwerb einem fehlerbehafteten sprachlichen Input ausgesetzt sind. Mit Versprechern, unvollständigen Sätzen und so weiter und so fort, dass sie aber trotzdem am Ende des Spracherwerbsprozesses über eine fehlerfreie Grammatik ihrer Erwerbssprache verfügen. Daraus folgern die generativen Grammatikerinnen und Grammatiker, dass es einen angeborenen Spracherwerbsmechanismus geben muss, der die möglichen Grammatiken, die Menschen erwerben können, so einschränkt, dass der Input lediglich die Wahl der richtigen Grammatik auslöst, die Fehler im Input aber letztlich für das Sprachwissen folgenlos bleiben. Chomsky setzt dabei die Aufgabe der Grammatiktheorie mit der des Kindes im Spracherwerb gleich. Er definiert das Ziel der linguistischen Analyse als die Bestimmung der grammatischen Sequenzen einer Sprache und der ungrammatischen Sequenzen dieser Sprache. Zentral und auch zentral für die spätere Abspaltung durch Lakoff und seine Kollegen ist Chomskys Verständnis von grammatisch. Damit meint er nämlich so etwas wie syntaktisch wohlgeformt. Das hat gar nichts mit der Bedeutung von Äußerungen zu tun.
Es gibt hier also so etwas wie einen angeborenen Generator von syntaktischen Mustern, der syntaktische Muster ohne Rücksicht auf deren Bedeutung generiert. Die Unabhängigkeit der rein syntaktischen Kognition von allen anderen Aspekten der Kognition ist in einem berühmten methodologisch-programmatischen Zitat festgehalten. Da heißt es, der Gegenstand der Sprachtheorie sei ein idealer Sprecherhörer in einer gänzlich homogenen Sprachgemeinschaft, der perfektes sprachliches Wissen besitzt, was hier syntaktisches Wissen heißt, und der nicht betroffen ist von grammatisch irrelevanten Bedingungen wie Gedächtnislimitationen, Ablenkungen, Verlagerungen der Aufmerksamkeit und des Interesses und von Fehlern dabei, sein Sprachwissen in Sprachverhalten umzusetzen. Etwas plakativ illustriert sieht das dann so aus. Es gibt eine Syntaxtheorie, deren Mechanismen zu den angeborenen Kenntnissen von Kindern im Spracherwerb gehören. Diese Mechanismen beschränken die Kinder in den Möglichkeiten, aus dem Input ihrer Sprache andere als dasjenige grammatische Regelsystem abzuleiten, das nur die grammatischen und keine der ungrammatischen Strukturen ihrer Sprache generiert. Generativ ist dabei nur die Syntax. Was syntaktische Strukturen bedeuten, wird von den syntaktischen Strukturen abgelesen. Wir könnten auch sagen, bloß abgelesen. Das heißt nämlich, dass die Bedeutung keinerlei Einfluss auf die Gestalt von syntaktischen Strukturen besitzt. Dass das grammatische Wissen in der Kognition derart von allem anderen isoliert ist, gehört zu den Basisannahmen der Mainstream-generativen Grammatik. Darin sind bestimmte Wissenssorten oder Typen von Kenntnissen in Modulen organisiert, die in verschiedenen Formaten repräsentiert sind. Da gibt es neben dem Syntaxmodul beispielsweise das Modul für unsere Konzepte, das heißt für unsere ganzen Vorstellungen von Gegenständen, Ereignissen und so weiter. Den Geist als derart modular organisiert anzunehmen, heißt unter anderem, dass unsere Konzepte, unsere Vorstellungen keinen Einfluss auf die Funktionsweise der Grammatik haben. Die Grammatik ist unabhängig von anderen kognitiven Modulen. Und nicht nur das, nur das Syntaxmodul ist auch generativ. Das heißt, in der Syntax können aus begrenzten Mitteln, Wörter und Regeln sind das im Wesentlichen, unbegrenzt viele Strukturen, zum Beispiel unendlich lange Sätze, generiert werden. Wenn die Bedeutung von der Syntax bloß abgelesen wird, dann heißt das, dass die Syntax vorgibt, was wir uns vorstellen können. Unser Vorstellungsleben ist nicht in der gleichen Weise generativ und es hat nichts mit dem Gestalt, mit der Gestalt der Regeln zu tun, aus der die Syntax besteht. Zumindest was das grammatische Wissen betrifft, sollte es also möglich sein, einem Computer das grammatische Wissen des Menschen einzuprogrammieren. Der Computer könnte dann also grammatische und keine ungrammatischen Äußerungen produzieren. Falls der Computer dann aber auch sinnvolle Dinge sagen können soll, bräuchte er mehr als nur grammatisches Wissen im Sinne der generativen Grammatik. Wir haben jetzt schon einiges zur Abgrenzung der kognitiven Linguistik vom Strukturalismus und vom Behaviorismus gehört. Worin unterscheidet sich nun die kognitive Linguistik der zweiten Generation von Chomskys Annahmen? Die kognitive Linguistik der zweiten Generation sagt nicht, der sprachliche Input sei fehlerhaft. Sie sagt aber, dass der Input in Situationen der menschlichen Interaktion erfolgt und in Situationen geteilter Aufmerksamkeit. Was ist geteilte Aufmerksamkeit? Nehmen wir das Frühstück als Beispiel, wenn ein Elternteil das Kind fragt, möchtest du noch ein bisschen Müsli? Dabei auf das Müsli zeigt und den Blick zwischen Müsli und Kinderaugen hin und her wandern lässt. Das Kind folgt dann seinerseits der Zeigegeste und lässt den Blick ebenfalls zwischen Müsli und Elternaugen wandern und erschließt sich dank bestimmter Fähigkeiten,
was hier von ihm gewollt wird. Als Output aus der Blackbox-Kognition im Spracherwerb sieht die kognitive Linguistik auch nicht eine idealisierte, perfekte Grammatikkenntnis, sondern eine beobachtbare Beherrschung der eigenen Sprache, die sich in ihrem regelmäßig erfolgreichen Gebrauch zeigt. Was die kognitive Linguistik dabei als Inhalt der Blackbox annimmt, sind angeborene und erworbene allgemeine kognitive Fähigkeiten. Allgemeine kognitive Fähigkeiten sind dabei solche, die die generative Grammatik programmatisch ausschließt: Gedächtnis, Aufmerksamkeit, Interesse, Wahrnehmung und andere, die uns noch beschäftigen werden. Die kognitive Linguistik sagt, dass es keiner spezifisch grammatischen Wissenssorte in der Kognition bedarf, damit ein Kind aus situiertem sprachlichen Input mit allgemeinen kognitiven Fähigkeiten ableiten kann, was wie sprachlich ausdrückbar ist in seiner Sprache. Und an dieser Stelle machen wir im nächsten Block weiter und fragen nach spezifischen Annahmen der kognitiven Linguistik. Hier noch zwei Hinweise zum Weiterlesen. Vielen Dank fürs Zuhören und für das Interesse.